Hallo und willkommen bei Watchmaxes Podcast. Mein Name ist Axel und ich freue mich sehr, dass du heute da reingeklickt hast. Heute soll es um das Thema Taucheruhren gehen. Taucheruhren sind Uhren, die allgemein wahrgenommen werden als extrem robuste, sportliche Uhren, die mehr aushalten müssen und mehr aushalten können als andere Uhren. Es gibt dafür sogar eine Norm. In Deutschland ist das die DIN 8306 und international ist es die ISO 6425, die aber weitgehend deckungsgleich sind. Deshalb werde ich mich hier auf die DIN 8306 beziehen. Taucheruhren erkennt man relativ leicht oder glaubt zumindest sie relativ leicht zu erkennen. Sie haben gut ablesbare Zeiger, sie haben eine Drehlünette mit Strich- und Minutenmarkierungen drauf. Die Lünette dreht sich nur in eine Richtung und die Uhren sind überdurchschnittlich wasserdicht. Das ist allgemein das, was man für eine Taucheruhr als unabdingbar hält und das muss eine Taucheruhr haben, so die allgemeine Wahrnehmung. Es gibt aber auch eine Zertifizierung für Taucheruhr, eben nach DIN 8306 oder ISO 6425, wobei aber die wenigsten Hersteller wirklich ihre Taucheruhren richtig zertifizieren lassen. Zum einen, weil es Geld kostet und zum anderen, weil es, glaube ich, auch von der Mehrzahl der Käufer nicht gutiert würde, im Sinne von, dass dafür mehr bezahlt würde, die Uhr mehr wert wird, weil auch ohne die Zertifizierung sind Taucheruhren in aller Regel sehr robust und halten sehr viel aus, auch wenn sie nicht alle der hier in der Norm vorgegebenen Prüfschritte erfüllen. Die DIN-Normen, das habe ich erfahren, als ich mich auf dieses Video oder auf diesen Podcast hier vorbereitet habe, sind nur an ausgewählten Stellen in Präsenz in diesen Stellen frei einsehbar. Ansonsten muss man sie kaufen und die DIN-Norm, die hier für mich relevant gewesen wäre, die 8306, kostet etwas über 30 Euro und das war mir für einen einfachen Podcast ohne weitere Verwendung schlicht und ergreifend zu viel. Das heißt, ich habe mich aus Internetquellen bedient und habe hier die größte Schnittmenge genommen und das waren 11 Punkte, die die DIN 8306 ausmachen. Aus einer Quelle habe ich noch weitergehende Punkte gefunden, die werde ich aber gesondert ansprechen. Ja, was decken diese 11 Punkte, die zu einer Zertifizierung zur Taucheruhr notwendig sind, denn genau ab? Schauen wir einmal an. Das erste ist natürlich die Wasserdichtigkeit. Eine Taucheruhr muss wasserdicht sein, sonst taucht sie nichts. Und hier muss die Uhr mindestens einen Druck von 20 Bar, was ungefähr einer Wassersäule von 200 Meter entspricht, standhalten, ohne dabei undicht zu werden. Das heißt, die Uhr muss 2 Stunden diesem Druck ausgesetzt sein und anschließend nochmals 3 Stunden in 3 Meter Tiefe und danach muss sie dicht sein und muss auch weiterhin funktionieren. Das ist also die erste Prüfung. Wasserdichtigkeit, 200 Meter Wassersäule oder 20 Bar für 2 Stunden. Das ist so die Kurzzusammenfassung. Zweitens muss die Uhr eine drehbare Lünette haben, beziehungsweise wenn sie keine Lünette hat, eine andere Form des Timers, um eine Zeitspanne vorauszuwählen. Das heißt, ich muss meine Tauchzeit mit Hilfe der Lünette oder des Timers messen können. Die Lünette, sofern es eine Drehlünette ist, darf sich aus Sicherheitsgründen nur in eine Richtung drehen lassen. Das ist also die drehbare Lünette. Die dritte Anforderung ist, dass diese Lünette bzw. der Timer erstens gut ablesbar sein muss, zweitens muss er alle 5 Minuten eine gut ablesbare abgesetzte Strichmarkierung haben sowie eine durchgehende Minutenmarkierung. Das heißt, die Minuten 1 bis 4 müssen anders aussehen als die Minute 5 und die Minute 6 bis 9 muss wieder anders aussehen als die Minute 10. Zudem muss es noch eine Markierung geben auf der Lünette, sofern es eine Drehlünette ist, die sich von den 1 und 5 Minuten absetzt, sodass ich eine Tauchstartzeit markieren kann und die muss auch gut und unmittelbar erkennbar sein.
Das war die dritte Anforderung. Die vierte Anforderung ist eine klare Ablesbarkeit. Und zwar ist hier definiert eine klare Ablesbarkeit der Taucheruhr aus 25 cm in vollkommener Dunkelheit. Und es müssen erkennbar sein die Strichmarkierungen und das Dreieck bzw. der Marker auf der Lünette. Es müssen die Zeiger erkennbar sein und es müssen alle aufgedruckten Skalen erkennbar sein. Aus 25 cm bei vollkommener Dunkelheit. Der Punkt Nummer 5 der Zertifizierung deckt ab, dass es eine Laufkontrolle, eine Funktionskontrolle der Uhr geben muss. Und das ist üblicherweise ein Sekundenzeiger und damit dieser auch nachts ablesbar ist, muss auch dieser leuchten. Das ist die Funktionskontrolle der Taucheruhr. Dann muss die Uhr antimagnetisch sein, und zwar das, was üblicherweise nach der DIN 8309 benannt ist. Das heißt, sie muss eine Ganggenauigkeit von plus minus 30 Sekunden pro Tag in drei Lagen gewährleisten, unter einem Gleichstrommagnetfeld von 4800 Ampere pro Meter. Die speziell magnetfeldgeschützten Uhren mit Weicheisenkäfig gehen hier auf, ich glaube, 80.000 hoch. Das heißt, wir haben hier deutlich weniger, aber immerhin einen sehr rudimentären Basisschutz vor Magnetfeldchen. Ich will mal nicht sagen Magnetfeldern. Die siebte Zertifizierungsanforderung ist eine Stoßsicherheit und auch die ist in einer separaten DIN geregelt. Das ist die DIN 8308. Und zwar darf die Uhr höchstens eine Abweichung von plus minus 60 Sekunden am Tag aufweisen, nachdem sie einen Schlag mit 4,43 Meter pro Sekunde erfahren hat. Und zwar wird dieser Schlag mit zwei Stößen ausgeführt. Der erste Stoß erfolgt auf die 9-Uhr-Seite und der andere Stoß erfolgt auf die Glasseite. Üblicherweise passiert das durch einen harten, als Pendel montierten Plastikhammer. Der Hammer wiegt 3 Kilo und prallt mit einer Geschwindigkeit von 4,43 Meter pro Sekunde auf die Uhr, was ungefähr 16 Stundenkilometer entspricht. Ich käme nie auf die Idee, das mit meiner Uhr tatsächlich zu machen. Das ist aber das Testkriterium und danach darf die Uhr maximal plus minus 60 Sekunden am Tag Abweichung aufweisen. Eine Taucheruhr, und das ist der Punkt 8, sollte natürlich auch rostbeständig sein, und zwar nicht nur rostbeständig bei Regen und Süßwasser, sondern auch im deutlich aggressiveren Meerwasser. Und die Taucheruhr, so sagt die Norm, muss einen Test von 24 Stunden in warmem Salzwasser unbeschadet überstehen. Hierfür wird die Uhr eingetaucht in eine NaCl-Lösung, die eine Sättigung von 30 Gramm pro Liter hat. Diese Testlösung hat einen mit normalem Meerwasser vergleichbaren Salzgehalt, so sagt die DIN, beziehungsweise das, was ich über die DIN gefunden habe. Wobei ich natürlich keine Ahnung habe, was normales Salzwasser ist, denn wer schon mal an der Ostsee war, der weiß, dass nicht jedes Meer gleich salzig ist. Nach diesen 24 Stunden darf die Uhr keine sichtbaren Veränderungen aufweisen. Punkt 9 ist ein Punkt, der mich persönlich überrascht hat, weil den hatte ich in keiner Weise auf meinem persönlichen Radar für Taucheruhren. Die Uhr muss einen Belastungstest für das Armband überstehen. Das Armband muss also besonders zugfest sein und hierfür wird auf beide Befestigungspunkte in entgegengesetzte Richtung jeweils eine Kraft von 20 Kilo aufgewendet. Das heißt, es wird in Summe an der Uhr mit einer Kraft von 40 Kilo gezogen. Das entspricht, nur um das einmal zu verdeutlichen, zwei haushaltsüblichen Plastikeimern mit Wasser. Das heißt, ich kann an das Armband der Uhr auf jede Seite zwei volle Wassereimer hängen und das Armband darf nicht beschädigt werden. Die Befestigungspunkte dürfen nicht beschädigt werden und die Uhr darf nicht aufgehen oder verloren gehen. Das ist also die Anforderung für die Armbandsolidität. Punkt 10 ist ein Punkt, der
nur für die DIN 8306 gilt und nicht für die internationale Norm. Und hier geht es um die Ganggenauigkeit der Uhr. Die mittlere Ganggenauigkeit für eine Taucheruhr darf nur zwischen minus 4 und plus 6 Sekunden pro Tag betragen. Hier geht die DIN-Norm, zumindest das, was ich über die DIN-Norm gefunden habe, nicht auf irgendwelche speziellen Lagen ein, ob es noch zwischen bestimmten Lagen eine Maximalabweichung geben darf. Aber minus 4 bis plus 6 für eine zertifizierte Taucheruhr, das ist schon sehr nah an der Chronometer-Zertifizierung, wobei diese natürlich wesentlich mehr ins Detail geht und auch Lagen untereinander vergleicht. Alles das habe ich hier bei der Taucheruhrennorm nicht gefunden. Dann gibt es noch eine 11. Prüfung und das ist eine Sonderprüfung. Taucheruhren können natürlich auch batteriebetrieben sein, sie sind nicht zwingend mechanisch. Und bei einer batteriebetriebenen Taucheruhr muss zwingend eine End-of-Life-Anzeige vorhanden sein. Das heißt, man muss der Uhr ansehen können, dass die Batterie langsam zur Neige geht. Üblicherweise wird das bei Taucheruhren gemacht, indem der Sekundenzeiger nicht mehr in 1 Sekunden Schritten springt, sondern in 2 oder 3 Sekunden Schritten, sodass man sehen kann, noch läuft sie, aber nicht mehr lange. Das heißt, vor meinem nächsten Tauchgang sollte ich vielleicht die Batterie auswechseln, damit ich auf der sicheren Seite bin, wenn ich unter Wasser bin, selbst wenn die Taucheruhr vielleicht nur als Backup-Instrument benutzt wird. Dann habe ich noch einige Punkte gefunden, die ich nur in einer Quelle gesehen habe und nicht in anderen. Ich habe also insgesamt 4 Quellen zur Rate gezogen und die waren alle in den ersten 11 Punkten sehr ähnlich, wenn nicht sogar wortgleich formuliert. Die 3 Punkte, die ich hier habe, habe ich nur in einer Quelle gefunden. Aus diesem Grunde möchte ich die gerne separat betrachten. Und zwar geht es dabei um die druckresistente Krone. Die druckresistente Krone wird mit 25% über der angegebenen Druckfestigkeit 10 Minuten lang mit 0,5 Kilo belastet. Also wenn eine Uhr bis 20 Bar wasserdicht ist, dann wird die Uhr einem Druck von 25 Bar ausgesetzt und in diesem Druck wird zusätzlich die Krone 10 Minuten lang mit einem halben Kilo belastet und darf dabei nicht kaputt gehen, sich verbiegen und es dürfen keine Veränderungen aufgetreten sein. Ein zweiter Punkt, den ich gefunden habe, ist eine Resistenz gegen Temperaturschwankungen. Hierfür wird die Uhr in 30 cm Wassertiefe zuerst 10 Minuten auf 40 Grad Celsius erwärmt, dann 10 Minuten auf 5 Grad Celsius abgekühlt und dann wieder 10 Minuten lang auf 40 Grad Celsius erwärmt. Und es darf kein Wasser eintreten, es darf kein Beschlag erfolgen. Sie muss das also ohne sichtbare Spuren aushalten. Und dann habe ich noch etwas gefunden, was ich von vielen Herstellern kenne, dass sie es machen. Ich weiß aber nicht, ob das Teil der DIN-Norm ist. Und zwar ist das eine Prüfung auf eine Sicherheitsmarge beim Druck. Hierfür wird die Uhr eine Stunde lang 25% über der angegebenen Tiefe einem Druck ausgesetzt und danach eine Stunde lang bei 0,3 Bar einem Unterdruck ausgesetzt. Wenn eine Uhr druckresistent ist, heißt das natürlich nicht, dass sie auch einen Unterdruck aushalten kann, der ja eher am Gehäuse und am Glas zieht, als drauf drückt. Das habe ich gelesen, kann aber nicht mit Sicherheit sagen, ob das Teil der Zertifizierungsanforderungen Teil der DIN-Norm sind. Ja, das war das, was ich über Taucheruhren gefunden habe. Leider habe ich bei vielen Herstellern nicht gefunden, ob sie ihre Uhren wirklich zertifizieren. Bei Sinn, gerade bei den U-Modellen, da steht ganz klar dabei, wie sie zertifiziert werden, dass das über den deutschen germanischen Lloyd erfolgt, dass hier auch eine viel höhere Prüfung erfolgt als die 200 Meter. Ihr wisst das wahrscheinlich, dass die U-Modelle durch die Bank eine deutlich höhere Wasserdichtigkeit haben. Bei anderen Herstellern weiß ich, dass nicht alle der Normen erfüllt sind. Da müsst ihr dann, wenn ihr Wert darauf legt, eine zertifizierte Taucheruhr zu bekommen, die alle diese Kriterien erfüllt, genau hinschauen, ob die Uhr wirklich zertifiziert ist. Mir persönlich ist das nicht ganz so wichtig, weil ich zum einen meine Uhren nicht so stark belaste,
wie das hier beschrieben wird. Ich käme also nie auf die Idee, an meine Uhr zwei Wassereimer zu hängen, beziehungsweise wenn ich die Uhr zumache und dann der Druck sich auf beide Stege, auf beide Hörner bezieht, 40 Kilo, vier Wassereimer, käme ich nicht mal im tiefsten, kältesten Winter auf die Idee, das zu tun. Wenn ihr das aber tun möchtet und euch da auf die Zertifizierung berufen wollt, solltet ihr gucken, dass die Uhren tatsächlich auch zertifiziert sind und nicht nur Taucheruhr heißen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da und schreibt auch gerne in die Kommentare, welches Thema euch für den nächsten Podcast interessieren würde. Bis dahin bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.